Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, ihr habt es ja gut überstanden. Ja, es ist ja jetzt ja schon bald Mitte Januar. Ja, ich bei der letzten Folge gesagt, schauen wir, was wir als nächstes machen. Ja, ich habe jetzt hier schon ein paar Aufträge hier. Also aktiv. Wir werden jetzt als nächstes hier, also Feld Nummer 18 einsehen. Was haben wir denn hier zum Einsehen? Hafer. Coole Sache. Ja, dann denke ich mal, schnappen wir hier uns einen Schlepper. Schauen wir mal, wo Feld Nummer 18 ist. Das Lenkrad sollte ich eigentlich auch mal wieder mal einschalten. Glatt vergessen. Ja. So. Feld Nummer 18, wo haben wir denn das dann? Ich bin ja irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer den Überblick wieder mal verloren. 18, 18, 18. Weil da steht so viel Zeug da, das kann man halt mal lesen kann. Ah, da, 18. Anderer Ufer von 17. Ah. Okay. Ja, da müssen wir mal auffüllen. Und natürlich schauen wir mal, Weizen, aber Hafer, ja. Ist zwar noch halb voll, aber halb voll ist ja halb leer. Ja. Ja, mein Hut, weiß ich nicht, der irgendwie wird da irgendwie auch rausgefiltert. Dabei ist er ja gar nicht grün, dabei ist er ja hier so schwarz-grau. Hm. Ja. Falsch rum bin ich hier auch. Also. Heute so viel um die Ohren. Also, Feld Nummer 18 ist genau geradeaus. So.
ist ja auch gar nicht hier. Wie gesagt, schwer zu sehen. Also ne, besser lieber hier Außenansicht fahren, weil ist auch ein bisschen schwierig, sag ich mal so. Alles geht nicht in der Innenansicht, also jedenfalls von meiner Seite. Ich sag immer dann nur so, ja, Respekt hier, wenn jemand das kann. Das eine müssen wir nachher zum Schluss nachher dann ausbessern, weil es geht so nicht. Kann man nicht. Was ihr sieht, nicht schön. Ist ja nachher dann auch mit einem Ertrag, also nee, ich weiß nicht, mit dem Hund das klappt hier heute nicht. Hilfe! Der ist mir mal, der geht sogar besser, Wahnsinn, der ist mir mal eingegangen, weiß aber nicht warum. Ja, okay, eine Logik ist ja, warum er eingegangen ist, er ist hier mal nass geworden im Regen. Da es nicht gute Qualität ist, wie ich nachher hinterfragt habe, von Hutmacher. Ja, deswegen ist er dann eingegangen. Ein guter Hut geht nicht ein. Aber dafür, dass es dass er nicht ölig war. Tja. Und dann trotzdem eingeht, ja, deswegen, also verstehe ich das auch nicht ganz. Stellen. Wahnsinn. War ich da bis auf oder was? Nee, bis auf bald nicht. Nicht dann. Zum Glück, also ist das Feld hier schon abgeerntet. Könnte ich sonst nicht rüberfahren.
haben sie bei uns bis 13:30, also mit dem Feuerwerkskörper da rumgeschossen und geknallt. Heftig. Der Tante hat mir erzählt, bei der in der Nachbarschaft hat es ein Junge mit 16 Jahren schwere Verletzungen in der Hand, weil er die Feuerwerkskörper hatte aus der Slowakei hatte. War Wahnsinn. Ja, eine Lehre, 16 Jahre Tischler und kann dann wahrscheinlich seinen, vielleicht sogar mehr seinen Beruf ausüben. Aber da hat man jetzt nichts gehört gehabt. Ja, Feuerwehr, ja, schlecht fürs Klima, Umweltverschmutzung, hat man nichts gehört. Aber Stauerzeugen, wie man immer sieht hier, ja, das ist also nicht klimaschädlich, wenn die Leute dann im Stau stehen und nicht eher, weil sie dann die Blockaden machen. Naja, ich glaube, das ist ein verkehrt. Das sind Leute, sind verdreht im Kopf. So. Die Hälfte haben wir von den Saatgut schon verbraucht, wie wir hier sehen. Schon heftig. Das ganze Feld kann ja sich nicht ausgehen. So. So, ja, das war's dann hier für diese Folge. Ich hoffe, euch hat natürlich hier die Folge gefallen. Wenn ja, schaut's wieder rein. Würde mich natürlich freuen, hier natürlich über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.